Genau, wir haben schon Stichwort Automotive gesagt. Kunststoffe ermöglichen nachhaltige Lösungen auch im Automobilbereich. Und ihr seid ja da auch sehr gut aufgestellt. Die Automobilbranche bietet auch sehr viele Möglichkeiten mit Hochleistungskunststoffen in Kombination mit der Extrusion Lösungen dazu etablieren. Hast du Beispiele für uns aus diesem Bereich? Zu Anfang war die Automobilindustrie sehr konservativ. Wollte wirklich Neuware haben. Wir hatten es gerade ja schon bei der letzten Frage angesprochen. Den Wandel sehen wir jetzt. Also, ich meine, mit den neuen Richtlinien, dann ESG ist das Thema Nachhaltigkeit im Generellen. Wenn sich die Unternehmen Ziele setzen, sie wollen bis 2030, bis 2050 irgendwelche CO2-Regularien einhalten, CO2 einsparen, dann kommen halt diese Themen auf. Dann wird überlegt, okay, wo kann ich sparen? Wie kann ich die CO2-Emissionen reduzieren? Und dann kommen auch solche Fragen auf, was könnte man da tun mit anderen Materialien oder halt mit einem Recycling-Prozess. Und da sehen wir schon definitiv starke Entwicklung gerade. Das hat sich in den letzten 2, 3 Jahren vermehrt. Und in fast jedem Automobilprojekt ist das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Reduktion auch mit angefragt. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten und da kommt es auch darauf an, was wir ersetzen wollen. Also ob wir entweder ein neues Produkt entwickeln oder zum Beispiel eine Reduktion machen von dem CO2-Footprint im Bereich zum Beispiel Ersatz von Aluminium oder eine andere Kunststoffkomponente ersetzen. Einen anderen Mehrwert reinbringen, Langlebigkeit reinbringen. Das spielt im Automobil jetzt nicht so groß eine Rolle, weil die Produkte auf einen Autolebenszyklus ausgelegt sind, zumindest die Produkte, die wir auf den Markt bringen. In anderen Branchen spielt das dann eine wesentlich größere Rolle. Das Thema nachwachsende Materialien wird immer noch sehr konservativ gesehen. Preis spielt auch da wieder eine große Rolle. Zum Schluss sehe ich da halt wirklich Möglichkeiten auch im Design über den Lebenszyklus. Also es fängt an mit Clipsverbindungen, dass ich Dinge wieder lösen kann, dass ich da keinen Effekt habe, irgendwie durch teurere, Verschrottungsprozesse oder Rezyklierprozesse am Ende des Lebenszyklus, dass ich die Materialiensorten rein zurückgewinnen kann und auch die Möglichkeit hätte, diese dann entsprechend zu entsorgen. Genau, weil das ist ein wichtiger Punkt, dieses ganze Entwicklung also dass man diese Bauteile wieder auseinandernehmen kann. Es sieht ja viel geklebt auch. Da ist auch die Frage, wie kann man das dann wieder Sorten rein trennen. Aber das ist definitiv der richtige Weg, so wenig wie möglich verschiedene Typen einzusetzen und diese dann rückzugewinnen. Ich meine, Hochleistungskunststoffe auch im Automobilbereich haben wichtige Rolle für zum Beispiel Gleit- und Verschleißanwendungen, wo man einfach die Wärmeentwicklung, Verschleiß reduzieren kann. Also da redet man wirklich schon von Polyetheretherketonen zum Beispiel, aber auch viel PPS. Und im Bereich andere Branchen, also neben der Automotive, hast du da Beispiele aus anderen Branchen, wo jetzt Hochleistungskunststoffe, zum Beispiel ein PPS eingesetzt wird? Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, ihr habt die Spezialisierung auf hochgefüllte PPS-Typen. Kannst du da Beispiel nehmen oder nennen? Also grundsätzlich verarbeiten wir gerne hochgefüllte Materialien. Das ist unsere Spezialität. Also um da auch Eigenschaftsmodifikationen reinzubekommen und uns, ich sag mal, auf dem Markt auch ein bisschen zu unterscheiden, eben Eigenschaften von bestimmten Kunststoffen zu verbessern. Und das machen wir neben den technischen eben auch mit den Hochleistungspolymeren. Und das PPS ist da besonders attraktiv. Einmal, weil es ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Genau. Es ist ein Material, was für ein Hochleistungswerkstoff einfach noch bezahlbar ist. Also das ist im Vergleich zum Beispiel zum eben genannten Peak, Peak, wo genau. einfach da schon ein Step nach oben ist. Und für unterschiedliche Branchen, die wir haben, also wir haben unterschiedliche Branchen, die wir mit dem PPS gerade bedienen. Das ist eigentlich der Werkstoff, der bei uns gerade am attraktivsten im Markt ankommt, um Dinge zu ersetzen, auch metallische Komponenten zu ersetzen. Wir sind da im Bereich Rauchgas unterwegs, sind da in chemischen Genau. Komponenten unterwegs und so weiter. Und dann nehmen wir das glasfasergefüllte PPS gerne als Ersatz von teuren und auch in vielen Anwendungen gar nicht so langlebigen metallischen Komponenten, um die einfach auszutauschen. Das Produkt wird langlebiger, das heißt, der Lebenszyklus wird verlängert. Die Gesamtkosten über das Produkt sind geringer, die Anschaffungskosten sind geringer. Das heißt, der ganze Ersatz des Metalles, der metallischen Komponenten durch einen zum Beispiel PPS-Kunststoff, Glasfaser verstärkt oder mit anderen Modifikatoren, bietet einen Riesenvorteil über den Lebenszyklus und einen Riesenvorteil für unsere Kunden, mit denen wir doch gerne im Austausch sind und Möglichkeiten aufzeigen, wie man Dinge neu designen kann und umlegen kann. Weil das ist eines der Punkte, die schwierig sind. Für den Metallersatz brauche ich halt entweder einen Werkstoff, der ähnlich ist, und das wird schwierig mit den Polymeren, oder ich brauche einfach eine konstruktive Optimierung, um einfach mehr Steifigkeit reinzubekommen, zum Beispiel mit einem Lastfall.
Genau, das heißt, für euch ist auch das Thema Metallersatz, zählt eigentlich auch zu diesem Bereich, wie kann ich Dinge nachhaltiger gestalten, da noch einen Mehrwert bieten. Die eine Richtung sagt, Metallersatz mit Kunststoffen, da ist ja schon alles aus Kunststoff, aber ich denke, du bist der Meinung, da gibt es noch genug Metalle, ja, die wir ersetzen können, speziell auch mit solchen innovativen Material- plus Produktinnovationen. Ja. Ja. Also absolut. Ich finde immer, jeder Werkstoff sollte da eingesetzt werden, wo seine Eigenschaften am besten funktionieren. Und dann gibt es so einen Wandel im Markt, wie jetzt auch dieses Thema CO2-Reduktion. Da muss man halt dann nochmal genauer hinschauen. Das heißt, da werden wieder auch gerade Kunststoffkomponenten attraktiver gegen bestimmte Metalle. Auch Aluminium wird vermehrt ersetzt. Das war in der Vergangenheit auch gerade, weil es sehr preisgetrieben war, schwierig möglich. Gerade wenn die Eigenschaften oder die Produkte des Aluminiums halt nicht überdimensioniert waren. Also wenn das Produkt selber gerade so in Anforderungen entsprach, mit einem kleinen Sicherheitsfaktor, dann wurde es mit Kunststoff wirklich schwer, wenn man es nicht designtechnisch irgendwie noch optimiert hat. Und da hat der Preis eine große Rolle gespielt. Also die meisten der Projekte scheitern dann später am Preis. Es gibt aber Projekte, wo man einfach Möglichkeiten hat, das Ganze zu ersetzen. Und umso mehr Faktoren reinkommen, das Thema Nachhaltigkeit, umso attraktiver wird der Kunststoff im Vergleich zum Metall. Aluminium ist ein Element, was man ersetzen kann, oder ein Metall, was man ersetzen kann. Es gibt auch viele Lösungen, die man ersetzen kann. Das reicht über Messing, über besondere Kupferanwendungen, Edelstähle, Stainless Steel zum Beispiel. Genau, Nickel-Basisstelle, da gibt es viele Möglichkeiten. Weil speziell auch bei diesen ganzen Magnesiumtypen sieht man halt das Kriechen bei höherer Temperatur, wo zwar Kunststoffe auch kriechen, aber im Vergleich zu solchen Metallen ist das geringer. Das heißt, da macht es absolut Sinn, auch Metallersatz zu betreiben. Genau.